Den allermeisten Rap-Fans ist Kolja Goldstein erst seit wenigen Monaten ein Begriff. Und das, obwohl er schon vor Jahren vereinzelt Songs veröffentlichte oder zumindest Feature-Parts hatte. Kaum einer schafft es, so wie er, ein Mysterium um sich herum aufzubauen. Er selbst besteht darauf, dass alles, was er sagt, völlig authentisch ist. Und vor allem, dass er sein Geld nicht mit Musik, sondern vorrangig mit Drogen verdient hat. Darauf verwies er bereits mehrfach in seinen Songs. Erst kürzlich erklärte er seinen Fans sogar, wie er Drogengeld in legales Geld umwandeln kann. Hierzu erklärte er Schritt für Schritt einen Trick, mit dem man mit Hilfe von Briefmarken auf die Schnelle bis hin zu 100.000 Euro waschen kann. Durch das gewaschene Geld kann sich der Rapper nun ganz offiziell Dinge wie zum Beispiel Autos kaufen, die man sich mit Schwarzgeld nicht holen könnte. Kürzlich berichtete er, welche Fahrzeuge zurzeit in seiner Garage stehen und offenbarte dabei seinen beeindruckenden Fuhrpark. Zusätzlich zu einem Ferrari FF und seinem Porsche soll bald noch ein Rolls-Royce Dawn dazukommen. Damit würde der Kaufpreis seines Fuhrparks weit über 800.000 Euro betragen. Neben dem Ferrari und dem Royce hat er noch einen Volvo XC90 und einen Porsche 911er in seiner Garage stehen. Zählt man die Listenpreise der einzelnen Wägen zusammen, kommt man auf einen Gesamtpreis von rund 818.000 Euro, der im Fuhrpark von Kolja Goldstein enthalten ist. Wenn ihr keine News zu Kolja und anderen Rappern verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Channel.